Hallo Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr, du wieder eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir leider eine Seeschlacht verloren. Wir waren etwas zu mutig, haben uns auch daran versucht, ein Fort irgendwie zu zerstören. Haben wir leider auch nicht geschafft, weil wir nicht genug Mörserkugeln dabei hatten und ich zu schlecht zum Zielen war. Und wir haben aber hier diese Schmugglerhöhle auseinandergenommen. Und ich will jetzt direkt mal zurück zum Schiff. Da nehmen wir den schnellen Weg und nicht den langsamen, wo wir quasi ja, rausschwimmen, sondern wir nehmen einfach das Schiff, das Boot, und dann sind wir doch deutlich schneller da. Und jetzt müssen wir hier einmal, glaube ich, um diese Insel rum und zu unserem Ziel. Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber wir nehmen einfach mal Fahrt auf und sehen zu, dass wir hier nicht irgendwo an den Klippen zerschellen. Wie gesagt, ich habe gerade das Problem, dass ich nicht genau weiß, wo wir hin müssen. Weil ich es auch auf der großen Karte gar nicht irgendwie gesehen habe. Und diese Insel ist riesig. So, ab und zu mal nach vorne gucken, dass man nicht irgendwo gegenfährt. Ich versuche mir irgendwie... Ja, oh Gott. Ich glaube, wir sind am Anfang irgendwie falsch gefahren. Wir hätten einfach wahrscheinlich woanders lang gemusst, sondern wären wir ja schon 10-mal um diese Insel rum gewesen. Ja, die ist ja echt riesig. Aber solange wir nicht... Ja, wegen so einer Kiste halte ich jetzt nicht an. Aber wegen... Oh, das war knapp. Ja. Das war jetzt echt knapp. Wir wären fast da... gegen die Felsen geknallt. Aber wir haben es ja geschafft. War zwar knapp, aber wir haben es geschafft. Oh, was haben wir denn da? Eine Seeschlacht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir waren hier vorne. Irgendwie glaube ich, hier vorne ist unsere... Naja, egal. Ja, was machen wir denn hier? Mischen wir uns ein? Ich würde sagen, ja, wir mischen uns ein. So. Achso, wir hätten schon entern können. Oh, das habe ich jetzt leider total verpasst. Also einmal drehen. Schneller drehen, schneller drehen, schneller drehen. Und dann vorsichtig da ranfahren. Dann können wir den gleich entern. Achso, ah, jetzt habe ich das auch mit dem Entern gerade verstanden. Wir müssen innerhalb dieses weißen Bereichs da sein. So, S halten. Und 5 Leute der gegnerischen Crew töten. Nichts leichter als das, würde ich sagen. Hallo, du sollst die Kanone benutzen und... Das, immer diese Assassinen müssen sich immer überall draufsetzen. Hallo, ich schieße voll auf den drauf. Ach, was soll's, komm. Wir machen das einfach hier auf die gute alte Assassinenart. Ich muss hier mal Rundschläge verteilen. Okay. Das Schiff ist geentert. Wir haben... Na, was haben wir bekommen? Rum, 25 Zucker, 6 Feuerfässer und ein neues Crewmitglied. Was wollen wir denn machen? In Kenways Flotte aufnehmen? Wollen wir... Nee, das ist mir zu klein. Also, wir reparieren die Jackdaw. Das Schiff war mir jetzt doch einen Ticken zu klein. Weil ich würde sagen, wenn wir irgendwas in unsere Flotte aufnehmen, dann sollte das schon deutlich größer sein. Ja, das geht jetzt hier gerade schön unter, das Schiff. Ich hoffe, das macht nichts, wenn ich hier einfach mal so reindrehe. Und jetzt gucken wir mal, irgendwo hier an dem Schiff können wir auch noch was plündern wahrscheinlich. Ich sehe nur gerade nicht wo. Nee, irgendwie ist hier nicht mit Plündern. Naja, egal. Ist jetzt auch nicht so schlimm. So viel Segel, wie ihr könnt. Okay, da oben sind ein wenig bekannt. Naja, das ist okay, ein wenig bekannt. Wie schon Jack Sparrow sagte, immerhin habt ihr von mir gehört. So,
aber ich habe immer noch keinen Plan, wo wir hin müssen. Aber ich sehe da so ein komisches Haus. Und ich glaube, dieses Haus bedeutet, das ist unsere Basis. Also im schlimmsten Fall sind wir tatsächlich einmal komplett um die Insel rumgesegelt. Das wäre jetzt natürlich doof. Was ist denn hier? Achso, wir sind zu nah am... Wir waren zu nah am Strand. Dann wird das Schiff automatisch langsamer. Ist ja ganz nett, aber dann immer dieses hier drücken, um den Ort anzuzeigen. Dann fährt er natürlich einfach mit voller Geschwindigkeit weiter. Den wollte ich da drüben... Ist der gerade untergegangen? Nee, oder? So, wir haben ihn jetzt einfach mal eingesammelt. Oh, oh. Oh, oh, da vorne kommt wieder eine größere Flotte, so wie es aussieht. Nee. Die segeln hier einfach nur rum. Und irgendwie mögen die sich nicht. Sind das nicht alles Spanier? Warum bekämpfen die sich? Aber das sind mir zu viele kleine Schiffe. Ich habe immer... Also ich denke, es ist egal, ob das... Also wenn das viel kleine sind, ist das, glaube ich, genauso schlimm wie ein großes, das deutlich stärker ist als wir, weil wir einfach dann halt von 1000 Seiten beschossen werden und keine wirkliche Möglichkeit haben, auszuweichen, weil die halt einfach, ja, bei 10 Schiffen, da schießen einfach 10 Schiffe auf dich, da kannst du halt auch nicht mehr viel machen. Okay, ich habe gerade keinen Plan, wo wir rumsegeln. Da vorne ist, glaube ich, wieder eine Festung. Singen die da gerade von Charlie Brown? Na, wahrscheinlich Sally Brown oder so. Was ist das denn? Das ist eine Festung. Das ist definitiv eine Festung. Castillo Moro. Okay, ich weiß nicht, ob wir... Ich muss, glaube ich, einfach tatsächlich nochmal hier... Halt, stopp, stopp, stopp. So, einmal bitte stehen bleiben. Ich muss nochmal auf die Karte gucken, wo wir hin müssen. Das ist... Doch, hier. Das heißt, wir müssen da jetzt rein. Nee, das ist Havanna. Wo ist denn unser Ziel, bitteschön? Castillo de... Jaguar oder so? Wo ist unser Ziel, bitteschön? Das ist diese Castillo de Jaguar. Da haben wir, glaube ich, vorhin angegriffen. Hier müssen wir doch hin, oder? Nee, das ist ein Assassinenauftrag. Da unten müssen wir hin. Ha. Hauptmission. Da wollte ich die ganze Zeit hin. Aber wenn wir jetzt eh gerade vom Steuer weg sind, gehen wir nochmal kurz hier rein, wenn er uns denn lässt. Er muss ja immer überall hoch und runter klettern. Anstatt einfach mal... Und wir gucken mal, was unsere Flotte macht. Ich glaube, wir haben nämlich die 2 Aufträge erledigt. Missionsbericht, eine gute Tat, Erfolg, 100 Regales, okay, und nochmal Erfolg, 150 Regales. Und wir haben neue Städte und neue Missionen. Hier sind keine mehr verfügbar. Wie kann ich denn jetzt hier andere auswählen? Kann ich hier irgendwie klicken? Missionen anzeigen. Achso, wir haben die Ressourcen nicht, aber das sind eh die, die wir schon gemacht haben und die sind jetzt auch für eine Stunde gesperrt. Nee, ich will jetzt hier nochmal... Wie kann ich... Muss ich die jetzt nochmal machen? Also ich habe doch jetzt gerade was Neues freigeschaltet. Wie kann ich denn jetzt darüber wechseln? Achso, ich gehe einfach hier auf südliche britische Kolonien und dann sagt er mir hier, erste Geschäfte, die Spanier sind durstig, wir bringen 5 Flaschen Wein in das alte... Das haben wir schon. Schaltet frei, Veracruz. Das klingt doch ganz gut, das ist relativ riskant. Ich würde aber sagen, das probieren wir... Oh, 60%, 60%, 100%. Okay, dann machen wir das mal mit dem Schiff. Ja, mit der Santa Luis. Das Schiff ist jetzt ausgelaufen. Wir haben noch hier... Nee. Okay, also Golf von Mexiko ist safe. Das ist nicht so safe. Das noch weniger und das wahrscheinlich am allerwenigsten. Das heißt, wir bleiben erstmal, würde ich sagen, hier in den ersten beiden. Hier die Missionen, die haben wir halt schon erledigt. Die sind jetzt für eine Stunde gesperrt. Dann reicht es, dann haben wir ein Schiff, was ausläuft. Und die anderen, ja, die lassen wir also. Ich will hier mal gucken, wir können hier Gegenstände verkaufen. Fracht verkaufen.
Ja. Verkaufen wir mal. Gibt ein bisschen Geld. Vielleicht können wir unser Schiff nochmal... Ah, ich mache einfach Steuerung. Vielleicht können wir nämlich dann unser Schiff einfach nochmal... Wird zum Upgrade der Segel benötigt. Wird zu Kanonen-Upgrades. Wird für... Okay, so. Das heißt, jetzt können wir hier unser Schiff vielleicht nochmal ein bisschen ausrüsten. Aussehen. Oder Upgrades. Ich bin ja eher für Upgrades. Nee, ich glaube, da haben wir tatsächlich noch nicht... Verstärkte Rundkugeln, Stärke der Kettengeschosse, das ist natürlich alles relativ teuer. Schwere Kugeln, Stärke der Feuerfässer, Tauchglocke, Lager, das heißt, wir hätten mehr schwere Kugeln, Lager für Mörser, das war, glaube ich, was, das würde ich gerne mal ausbauen, dass wir einfach mehr Mörserkugeln haben und das Lager für schwere Kugeln auch einfach. Dass wir einfach ein bisschen mehr Munition dabei haben, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, das können wir jetzt auch nicht weiter ausbauen. Lager für Feuerfässer. Naja, die benutze ich nicht wirklich. Und wir können den Frachtraum ausbauen. Ich glaube, das ist eine, grundsätzlich eine gute Idee. Harpunen. Ja, der Frachtraum klingt eigentlich ganz gut. So. Dann gucken wir nochmal. Da oben konnte man nichts ausbauen. Da fehlen uns überall... Sachen. Segel mit roten Streifen, zerfetzte Segel, Ledersegel. Achso, da brauche ich aber auch überall Stoff für. Was wir, oder welchen wir hier leider auch nicht haben. Blumensegel, wer will denn Blumensegel haben? So, das heißt, wir haben die Jackdaw noch ein bisschen gepimpt. Pimp my boat. Und jetzt weiß ich ja auch, wo wir hin müssen. Wir müssen nämlich tatsächlich da rein. Hallo, geh mal ans Steuer. So, wir lenken einmal rum. Nee, halt, wir lenken gar nicht. Ich bin blöd. So, wir müssen hier lang und wir müssen tatsächlich um die Insel rum. Wir müssen um die Insel einmal rum. Das heißt, wir nehmen wieder volle Fahrt auf. Und machen uns direkt da mal in die, auf in die richtige Richtung. Dieses Mal, hoffentlich. Ja, ich weiß, ich bin da zu dicht dran gekommen. Oh, und wieder ein Sturm. Können wir aber direkt hier mal einen... Ich habe das Gefühl, wir sind von genau hier lang gefahren. Direkt hier nochmal einen Schiffbrüchen. Ach, das... Nee, da drehe ich jetzt nicht für ab. Was ist denn jetzt? Warum werden wir denn jetzt schon wieder langsamer? Ich glaube, wegen dem Sturm, der hier gerade wütet. Oh je, das sieht nicht gut aus. Aber wir haben nur noch 3,7 Kilometer. Und da kommen auch die Spanier direkt auf uns zu. Die kreuzen uns. Ich hoffe, wir sind schneller. Oh, 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 oh. Die sind auch, glaube ich, ein bisschen größer und stärker als wir. Irgendwie konnte man doch auch, ich glaube, mit E oder so, Schonerstufe 4. Ich sollte mal wieder hingucken, wo ich fahre. Hingucken, wo ich hinfahre. Nein, gucken, wo ich hinfahre. So ist es richtig. Wir sind auch hier gerade voll im Sperrgebiet. Das heißt, die werden uns wahrscheinlich gleich angreifen. Obwohl, nee, wir haben es gerade noch so geschafft, wieder aus dem Sichtbereich von denen rauszukommen. Und ich glaube, da vorne ist schon wieder irgend so ein Castillo oder so. Dem sollten wir am besten auch nicht zu nahe kommen. Das sieht nämlich deutlich größer und gefährlicher aus als das, was wir vorhin angegriffen haben. Ja. Wenn ich sehe, dass da irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte sind, ist das mit Sicherheit deutlich gefährlicher als das vorherige mit 3. Sie haben uns auch schon gesehen. Ich nehme jetzt hier einfach mal... Achso, ich kann keine Fahrt aufnehmen. Weil wir uns in einem Konflikt befinden. Das heißt, wir müssen einfach sehen, dass wir diesen... Oh Gott. Und ein Tsunami, der eigentlich auch doch theoretisch, so wie das aussieht, gerade das komplette Küstenvorder... mitnehmen müsste. Jetzt habe ich natürlich Spaß hier, weil zum einen schießen die mit ihren scheiß Mörsern und zum anderen ist da ein Tornado hinter uns her. Warum kommen hier eigentlich die ganze Zeit Tornados? So, wir sind aus dem Zielbereich wieder raus.
Oder auch nicht. Ich habe gerade keinen Plan, ob wir draußen sind oder drinnen. Ich hoffe nur, wir sind schnell genug weg. Oh Gott, da... Oh, 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 oh. Ich merke schon, wie es mir das Schiff hier wieder rumzerrt in Richtung des Tornados. Aber wir sind dran vorbei. Den Schiffbrüchigen... Oh, ich weiß nicht. Wir brauchen zwar Crewmitglieder, aber... Ich kann jetzt irgendwie gefühlt gerade nicht wirklich anhalten. Nicht, solange da hinten zwei Tornados hinter uns her sind. Oh, da gibt es auch irgendwie einen Wal oder so. Sehe ich das richtig da auf der Minimap? Egal, ich glaube, wir sind jetzt erstmal... Was ist denn das da vorne? Oh, eine Stufe 23 Fregatte. Ich glaube, sowas haben wir vorhin auch angegriffen. Hermine. Von den Spaniern. Naja, ich glaube, es geht. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, bis wir bei der Fregatte sind, sind wir aus dem Sperrgebiet wieder raus. Und dann dürften die uns eigentlich nicht mehr angreifen. Und mit der Fregatte, ganz ehrlich, da will ich mich momentan noch nicht anlegen. Was haben wir da? Ach, ich glaube, also gefühlt sind wir vorhin irgendwie hier fünfmal dran vorbeigefahren, aber ich weiß es nicht. So, aber jetzt ist es nicht mehr weit, wir sind gleich da. So, ich denke, das ist da vorne hinter dem Felsen. Ich mach mal ein bisschen langsamer. Nichts ist wahr. Oh. Ich kann ja sogar hier drin rumlaufen im Ladescreen. Das wusste ich auch noch nicht. Das ist ja cool. Nee, dann laufen wir mal. Hab keine Ahnung, was uns das bringt. So, wir sind auf dieser Insel und wir müssen James Kidd aufspüren. Und da ist auch direkt irgendwie eine Kiste. Warnung, unentdeckt bleiben, niemanden töten. Och Gott, ich sehe es schon kommen. Das wird ja, ne, weißt du Bescheid. Ich und niemanden töten und unentdeckt bleiben. Das gibt irgendwie nichts. Okay, hier sind Assassinen. Wir müssen Schatzkisten plündern und Assassinen bewusstlos schlagen. Oh Gott. Wie kann ich denn jemanden bewusstlos schlagen? Haben wir irgendwie eine Pömpfe oder so dabei? Ich hatte keinen Plan. Oh, 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 oh. Wie kann ich denn bitte jemanden bewusstlos schlagen? Hey, guck weg. Wie kann ich jemanden bewusstlos schlagen? Irgendwie konnte ich doch hier auch Rauchbomben, Geld. Ich nehme hier Rauchbomben. Und wie konnte ich jetzt nochmal die erste... Oh Gott, ich habe schon wieder alles... Ja, ich wurde entdeckt, weil ich leider eine Rauch... Ich bin so ein Trottel. Entschuldigung. Wie... Oh, ich sag's ja immer wieder, ich sollte nicht so lange Pause machen zwischen... Ah, so. Versteckte Klingen, unbewaffnet. So, wir dürfen eh niemanden töten. Das heißt, wir können auch hier unbewaffnet einfach reingehen. Wir sollten halt nur nicht irgendwelche Rauchbomben direkt... Hoch da. Wir sollten halt nur nicht so ganz ungeschickt irgendwie Rauchbomben im... hier im Gebüsch werfen. So. Der kommt. Mal gucken, ob wir den umhauen können. Ah, also so haut man jemanden bewusstlos. Probieren wir es direkt mit dem zweiten auch nochmal aus. Hey, komm mal her. Hier. Hallo, hast du nicht gehört? Hier drüben. Nee, siehst du ja nicht, ne? Bist du blind? So, und den zweiten auch noch. Och, naja, egal. Ich würde sagen, ich entspanne mich nochmal kurz in einer kurzen Aufnahmepause
Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed Black Flag, in der wir hoffentlich es endlich schaffen, hier unentdeckt einmal durchzukommen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.